Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gucci Simulator. Könnte man meinen, denn meine Damen und Herren, unser Gucci-Laden wird am heutigen Tag umgebaut. Und zwar zu einem Lebensmittelladen. Es gab nämlich zahlreiche Updates und ich würde ganz gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn wir unseren Laden umbauen. Ich zeige euch das nämlich mal, weil es sind kaum neue Klamotten dazugekommen. Wir haben wirklich das Spiel in Sachen Gucci praktisch durchgespielt. Zumindest momentan. Hier sind halt die Röcke, Schuhe, das kennen wir an sich alle schon. Was aber neu ist, bam, Alter. Lebensmittel. Das ist das, was jetzt das Geld bringt, Leute. Hier, schön die gekühlten Sachen. Damit machen wir jetzt Monetos. Gucci kannst du jetzt auch nicht fressen. Was die Leute brauchen, das ist was zwischen die Zähne. So, Alo? Ja, Alo ist noch da. Unser glatzköpfiger Engel. Wir schließen jetzt mal hier unseren Laden. Ja, genau, bleibt morgen geschlossen. Damit wir nämlich jetzt unseren Laden neu einrichten können. Denn dadurch, dass es so viele Updates gab. Steuern? Zinsen? Okay, wir haben momentan 2,2 Millionen. Hat sich auch ganz viel verändert. Auch im Laden. Deswegen wurde hier der komplette Laden gelöscht. Es gibt jetzt scheinbar neue Kassensysteme. Ich werde auch diese Kassen hier verkaufen, sofern das möglich ist. Kasse schließen. Dann, krass. Das haben die komplett umgebaut. 4 Dollar bekomme ich dafür nur? Was bringt der Typ da vorne? Egal. So, das hier kommt auch weg. So, Junge. Was? Jetzt sehen wir hier Kaufinventar. Elektronik. Nee. Das brauchen wir. Wir brauchen Lebensmittel. Ah, gekühlt? Ja, die Sachen müssen ja auch schön gekühlt werden. Was ist denn hier das teuerste? Ja, so, das sind doch immer die Dinger, die auch im Supermarkt stehen. Ja, genau. Das wird hier mal gekauft. So, schön hier dran. Ah, stimmt. Wir werden dann hier auch so Wege bauen. Weil so, ich meine, in dem Supermarkt geht man erst so schön am Obst vorbei. Dann kommt man irgendwie zu Fleisch und Fisch und so weiter. Oh, Leute. Ich sag's euch. Hier, direkt am Anfang. Obwohl, nee. Am Anfang kommt Frucht. Hier, warte, dann machen wir die gekühlten Sachen ein bisschen weiter hinten. Ich sag's euch. Der Gucci-Supermarkt. Da kauft selbst der Capital Bra. Ja, perfekt. Guck mal hier. Das sieht aus wie in so einem richtig professionellen Supermarkt. Ah, hier kommen dann die fruchtigen Sachen. Aber ja, nee, Frucht kommt ja am Anfang. Da muss ich aber irgendwas anderes benutzen. Ja, Frucht ist meistens in sowas doch drin. So eine Auslage. Hier, die fruchtig leckern. Die Leute kommen rein. Ja, so. Und dann werden sie direkt von den Früchten angelächelt. Perfekt. Hier geht es dann so ein bisschen um die Ecke. Das Blöde ist, ich kann... Obwohl, nee, das hier müssen wir sogar freilassen. Weil die Leute müssen ja hier ins Lager kommen. Oh, was ist denn da im Lager? Ach komm, da ist ja noch Gucci, habe ich... Och. Oh nein, ich habe, glaube ich, noch richtig viel. Okay, ist ja kein Problem. Es gibt ja auch diese riesigen Märkte. So ein Lebensmittelladen, so Walmart oder Realmärkte, die auch manchmal auch ein bisschen Klamotten verkauft haben. Ist alles momentan noch ein bisschen under construction hier bei uns. Ja gut, aber die Leute gehen jetzt hier. Dann klatschen wir hier an die Wand. Hier lassen wir das vielleicht... Wollen wir das ein bisschen offen lassen? Nee, wir sollten eigentlich wenig Platz verschwenden. Oh Gott, wir haben einfach viel zu viel Platz. Wie soll ich das denn hier alles füllen? Erstmal Kasse. Oh Gott, was gibt's denn hier da? 6.000 Euro Kasse. Maximal 7 Kunden. Ach so. Guck mal hier. Das geht jetzt hier nach Kunden. Ja, warte. Dann nehme ich aber hier die Dinge. Wo ist denn hier vorne und wo ist hinten? Oh Gott. Das ist ja viel zu kompliziert. Egal. Wir testen das erstmal alles ein bisschen aus. Das Schöne ist an dem Spiel, man kann es ja auch immer noch verschieben. Weil ich weiß nicht, ob dieses eine System so smart ist. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt erstmal 3 Kassen. Die stehen jetzt erstmal ein bisschen random hier. So wie das komplette Ladenkonzept. Boah, das muss ich echt, da muss ich mir so einen Plan machen, um da wirklich so ein... Weil ich brauche so diese Wege. Wie in so einem klassischen Supermarkt. Egal, ich probiere das jetzt erstmal nur mit den ganzen Sachen. Heute ist noch Testtag. Kann ich jetzt noch Artikel bestellen? Lebensmittel. Ah ja, Astrein, warte, hier. Wir holen erstmal gekühltes Essen. Da holen wir die komplette Palette ab hier. Oh, hier lecker Pizza. Das wäre geil, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle hier. Artikel bestellen. So, kommen die denn jetzt noch heute? Haben sie das System hier auch verändert? Kommt der Willi nur einmal am Tag? Wir warten ab. Ja, Gucci macht bald wieder auf, Leute. Oh, guck mal, aber so von hier aus hat man schon so ein bisschen Feeling, als wäre das ein richtiger Supermarkt. Nee, ich glaube, da kommt heute keiner mehr. Ja gut, wir gehen nach Hause. Was? Wieso muss ich denn Miete dafür zahlen? Ich meine, damals haben wir die ganzen Kram noch gekauft. So, hallo? Gott, wir haben ja kaum noch Mitarbeiter. Zieh euch das mal rein, die sind ja alle weg. Egal, ihr werdet schon alle antanzen, ne? Ich bin ja ein netter Typ. So, warte, was ist das denn hier? 8 bis 22 Uhr können wir den Leuten jetzt echt nicht antun. Bis 15 Uhr. Das passt. Weil wir haben echt nicht sonst die Arbeiter dafür. So, Alo? Alo, bei dem geht's generell gut. Oh, bei denen ist scheiße. Ah, vielleicht soll ich ein paar Leute nochmal, was geht hier ab? Zuriel? Ara? Vorstellungsgespräch. Mal gucken, haben die das auch geändert? Ja, du kannst ja nix.
Nee, hier, Interview abbrechen. Ah, die haben da einen neuen Button. So, Darius. Darius Michalschewski. Jetzt kommen wir hier ran. Kasse. Kann er nix. Verkauf. Ja, im Verkauf bist du gut. Hier. Oh Gott, pro Stunde. Bist du denn verrückt? Guter Vorschlag. Bisschen mehr würde nicht schaden. Sicher, sag es einfach nicht meinem Ehepartner. Was willst du? Naja, ich rekrutiere dich. Ich habe eh keine Ahnung. Komm, wir gehen jetzt los. Nächsten Tag beginnen. Oh, Zinsen. Ja, weil wir so viel Kohle auf der Bank haben. Ja, das ist doch mal... Das ist nochmal was Sympathisches. Der Morgen beginnt. Wir haben noch... Da kommt jetzt die Ware. Ah, guck mal, jetzt hier unten sieht man das. Da unten sehe ich jetzt die Leute. Kann ich die einteilen? Ah, warte mal. Geh nach Hause. Kasse, ja. Und Gary? Gary ist auch Kasse. Das ist ja geil, das System. Zwei Leute sind krank. Ey, ich hoffe nicht. Hallo. Obwohl, der müsste, glaube ich, schon da sein. Mann. Warum ist denn der ständig krank? Hallo, ist auf dem Weg zur Arbeit. Halleluja. Artikel bearbeiten. Artikel hinzufügen. Hier, wir packen schön die Pizza hier rein. Ja. Noch mehr Pizza. Ja. So. Und jetzt Artikel auffüllen. Mache ich das jetzt? Nee. Was ist denn da los? Hallo, komm mal her, du. Du machst mal hier Nachschub. Nee, hier vorne. Hallo, wo läufst du denn hin? Du sollst hier vorne gucken. Warum kommt hier eigentlich niemand rein? Komm doch mal bitte rein hier. Wieso, was? Da war so ein Shopping-Bag. Was bedeutet das denn? Wollt ihr keine Lebens... Ja, wir haben ja nichts zu verkaufen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Warte mal, oh Gott, jetzt kommen aber die ganzen Leute hier. Ha! Jetzt kommt da die Pizza rein. Oh ja. Oh ja, mehr Pizza bitte. Regal fallen lassen, Regal füllen. Nee, du sollst jetzt hier auffüllen. Ja, aber schneller. Da ist doch nur eine Pizza. Die steht da ja nur so einmal in der Mitte. Oh, jetzt kommen die Leute. Die wollen die Pizza. Zieht euch das rein. Die Leute sind geil auf die Pizza. Defekte Artikel. Sorry, Chef, beim Auspacken. Hallo. Hallo, wo bist du schon wieder? Das gibt's ja nicht. Wir müssen die doch wesentlich voller machen. Da packe ich nochmal die Pizza rein. So, Artikel passt nicht. Da müssen doch hier mehr Pizzen rein. Ja, oh, hallo, du glatzkopfiger Pizzalieferant. Ja, aber das ist doch wirklich ein Scherz, dass ich hier nicht die Regale da besser aufbauen kann. Hier, komm, Alter. Wir haben noch so viel Pizzen. Oh, jetzt. Oh, das sieht doch gut aus. Da, warte mal, das kann ich hier scheinbar auch ändern. Artikel bearbeiten. Wie habe ich das denn eben gemacht? Ich habe die noch da drauf geworfen. Aber guck mal da. Da sind die Tasty Pizzen jetzt alle da drauf. Da muss doch jetzt hier einmal Regal hinzufügen. Und dann kommen hier auch die Leckerschmecker-Dinger. Da. Aber das untere Rost muss das scheinbar. Dann kommen hier nochmal die geilen Pizzen rein. Bam, Junge. Und hier nochmal. Zack, Alter. So sieht das nämlich dann auch gut aus. Jetzt muss nur einmal jemand auffüllen. Perfekt. Leute, das Leckerschmecker. So wird das auch was. Ach so, ihr seid schon wieder alle weg, oder was? Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Sonderlich viel Kohle haben wir, glaube ich, heute nicht verdient. Miete und Lohn, ja, knapp, sagen wir mal, 10.000 hat uns das gekostet. Wie viel haben wir denn eingenommen? Zinsen? Unsere Zinsen, die haben uns den Arsch gerettet. Weil wir 10.000 durch unsere ganzen Zinsen, wir haben mal 378 Umsatz gemacht. Aber jetzt wissen wir, wo der Frosch die Locken hat, Leute. So, jetzt gibt es nämlich jetzt auch die schönen Fruchtsachen. Nee, jetzt werden mal schön hier Apples und so weiter gekauft. Bananen mag ich gerne. Braucht jeder Supermarkt. Was gibt's hier? Kokosnüsse sind auch geil. Mais esse ich gerne. Gurken sind auch immer herzlich willkommen. Was sind hier? Zitronen? Ne, das hier sind die Zitronen. Ja, Zitronen kommen auch noch rein. Pfirsiche, auch gut. Kürbis, ja, rein da. Brokkoli, ja, gut, Geschmackssache. Esse ich trotzdem. Kartoffeln. Als gute deutsche Kartoffel geht das natürlich. Ein paar Kiwis. Ja, ach komm, dann machen wir doch eigentlich fast alles. Und dann können wir das auch direkt speichern. Warenkorb speichern. Obst. Obwohl, war nicht alles Obst, ist aber egal. Artikel werden bestellt. Ja, perfekt. Wir brauchen dann aber noch ein bisschen Nachschub an Pizza. Die Welt braucht mehr Pizza, Leute. Hier, zack, Alter. Und davon direkt 20. Ich meine, unsere Regale, die müssen gefüllt werden. Hier auch nochmal schön Pommes. Oh, Pommes, Junge. So, einfach mal. Das kaufen wir jetzt auch nochmal. Zack, damit wir ein bisschen was haben. Jetzt kriegen wir erstmal hoffentlich wieder ein bisschen Zinsen. Jawoll. Da komm, rein da mit den Zinsen. Gut, jetzt müssen wir... Ach, jetzt muss ja erstmal hier der eine Typ wieder kommen. So, beeil dich bitte. Danke, danke, danke. Boah, Alter, der hat auf jeden Fall ordentlich was geholt. Auspacken. So, jetzt geht's hier aber mal ab. Jetzt kommen hier die frischen Früchte auf den Tisch. Ah, guck mal, hier können wir die richtig einfach nur reinlegen. Das ist praktisch. So, das ist die Apple-Station. Da gibt's hier aber auch einfach nur Apples. Muss ja sein. Ach, warte, kann ich die hier? Ah, dann wird das komplett gefüllt. Artikel auffüllen. Warum werden die jetzt nicht aufgefüllt? Was hier mit den Apples? Ich hoffe, ich kann hier meine Mitarbeiter denen dann direkt sagen, dass es da rein soll. So, hier kommen Bananen. Hier die dicken Kokosnüsse. Das ist super. Hallo? Genau, geh da schon mal hin. Hallo? Ach, weil du... Nee, du machst jetzt hier. Nee, nichts fehlendes Talent. Du hast es doch eben auch gemacht.
So, Nachschub machst du jetzt. Artikel bearbeiten. Oh, jetzt habe ich da die Kokosnüsse. Nee, Kokosnüsse passt. Aber so, wieso kann ich die nicht selber auffüllen? Ah, doch, jetzt. Perfekt. Ich musste hier nur draufdrücken. Ast rein. So, lass mich hier mal durch. Dann gibt es jetzt hier die dicken Bananen auch. Schön, fruchtig und lecker. In euer Mull. Bananen, die mag doch jeder. Gesunde Apples. One apple a day keeps the doctor away. Naja, Weisheiten mit Pidizzle. So, hier kommt der Mais rein. Da muss ich das nächste Mal ein bisschen mehr kaufen, weil hier fehlt dann immer ein bisschen. Andre geht nach Hause. Ich habe genug gekriegt. Ist mir egal. Diese Arbeitsbedingungen. Was für Arbeitsbedingungen denn? Liebe Kunden, das ist die falsche Seite. Was macht ihr denn da hier vorne? Excuse me. Ja, warte, ich helfe dir. Was für eine Info brauchst du denn? Ich bin mir nicht sicher, was ich suche. Was empfehlen Sie? Ja, hier. Mais. Nicht in 1 Million Jahren. Ja, dann verpiss ich. Ja, geh mir aus den Augen, Junge. Mann, ey. Ist doch mein... Warum stehen die hinter meinen Sachen? So, jetzt haben wir hier noch dicke Kürbisse. Ja, oh. Perfekt, Alter. Ich sag's euch. Gucci war gestern. Die Zukunft ist unser Supermarkt. So, jetzt kommt hier noch der Brokkoli rein. Sehr, guck mal. Leute. Hier wird richtig eingekauft. Guck mal, hier ein paar Leute sind tatsächlich da. Die verteilen sich auch im Laden. Oh Gott, aber die Stimmung sieht nicht gut aus. Mach mal Pause hier. Gott, oh Gott, die Stimmung ist jetzt nicht unbedingt die beste. Oh, hallo. Guck mal, du, hilfst du gerade der Dame? Oder hast du sie gerade belästigt? So, jetzt mache ich hier die Regale. Ah ja, hier unten einfach draufdrücken. Und dann wird der ganze Kram wirklich loggerfloggig. Jetzt gleich gefüllt. Perfekt. Das Ding voll. Da kommen die dicken Würstchen. Ja, wunderbarski, Alter. Das ist ja doch einfacher, wenn man es erstmal raus hat und auch versteht, wie das hier auch funktioniert mit den Regalen. Geht das hier echt super easy. Wir müssen wahrscheinlich auch aufpassen. Irgendwann sind unsere Sachen wahrscheinlich auch einfach vergammelt, weil es sind ja frische Früchtchen. Guck mal hier. Oh, Leute, ich sage euch, das wird noch was hier. Ne, hier nochmal unsere Pommes, die Zwiebelringe. Schön loggerfloggig auffüllen. Also, da kann man jetzt sagen, was man will. Das ist jetzt wirklich schon gut gefüllt. Feierabend. Ja, ja, wir gehen jetzt alle nach Hause. So, wie war denn jetzt der Umsatz? Okay, Lohn und Miete, das frisst wieder ca. 10.000. Das ist in Ordnung. Aber wie viel haben wir jetzt umgesetzt? Ja, perfekt. Umsatz, jetzt schon 3.500. Inklusive unserer Zinsen, die wir bekommen, haben wir Gewinne von 4.000 gemacht. Es läuft, Leute, es läuft. Bevor jetzt hier gleich Ende ist, ich möchte euch zwei Sachen sagen. Erstens, frohe Ostern an euch alle. Ich hoffe, der Osterhase hat ein bisschen was bei euch versteckt. Zweitens, die neueste Folge vom Podcast Plötzlich Schwanger ist online gekommen. Birgi und ich haben mal wieder ein bisschen aus unserem Leben erzählt. Birgi ist bei seinem Nachbar eingebrochen, hat ein bisschen was eingetreten. Und ich habe davon erzählt, wie ich mal im Türkei-Urlaub 32 Mückenstiche hatte. Und ich sah aus wie ein Streuselkuchen. Wenn ihr jetzt Bock habt, geht ganz oben in die Videobeschreibung. Da ist das verlinkt. Kann man sich kostenlos anhören auf Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Music. Würde mich auf jeden Fall mal freuen, falls ihr das noch nie gemacht habt, dass ihr mal reinschaut, euch das anhört. Und bin gespannt auf eure Meinung. Jetzt labert der andere Pinsel noch mal ein bisschen weiter. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Supermarkt-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Bock habt auf mehr. Und ja, habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.